Die sechs Paare auf der Fläche der Endrunde in den lateinamerikanischen Tänzen, meine Damen und Herren, haben mit ihren Leistungen in Vor-, Zwischen- und Semifinalrunde schon gezeigt, dass sie dorthin gehören, nämlich in diese Endrunde, die besten sechs. Es sind die Paare mit der Startnummer 3, 6, 7, 10, 11 und 18. Die angekündigten Favoritenpaare: Hans-Reinhard Galke, Bianca Schreiber, Michael Hall und Linda Pettersen. Hier haben wir Hansi Galke mit seiner Partnerin. Sind ebenso dabei wie Florencia Garcia Lopez und Andrea Pfautsch. Angreifen will ein neues Paar. Stefan Champagne oder Champagne, wie spricht er Champagne. Sich? Ich Champagne, ich habe extra gefragt. Und ja, Manuela Faller aus Freiburg. Aber es sind auch dabei Laurenz und Nicole Michelke und Peter Ingris und Tatjana Drexler, also diese sechs. Und nun müssen die Wertungsrichter platzieren, wie Sie wissen. Wir warten nun ab, das Ergebnis, sobald dieser Tanz zu Ende ist. Sie wissen, meine Damen und Herren, das, was wir jetzt gleich sehen, das sind keine Schulnoten, sondern nur die Platzziffern. Ich möchte, meine Damen und Herren, vor der Bekanntgabe der Wertung Ihnen schnell das Wertungsgericht vorstellen. Von links nach rechts sehen Sie ganz links Heidegard Dresen aus Düsseldorf, Annelore Zimmermann-Jakobs aus Zwingenberg, Manfred Ort aus Oberhausen, Eugen Fritz aus Freiburg und Manfred Kober aus Rheda-Wiedenbrück. Hier kommt die erste Wertung. Vierter, dritter und dritter Platz. Ich darf um die Anzeige bitten für die Wertung für Paar Nummer 6. Und wir sehen fünfmal den ersten Platz. Ich darf um die Wertung bitten für Paar Nummer 7. Vierter, fünfter, dritter, vierter und fünfter Platz. Ich darf um die Anzeige bitten für Paar Nummer 10. Dritter, zweiter, zweiter und zweiter und zweiter Platz. Ich bitte um die Wertung für Paar Nummer 11. Fünfter, sechster, fünfter, fünfter und vierter Platz. Und schließlich noch die Wertung für Paar Nummer 18. Sechster, dritter, sechster, sechster und sechster Platz. Wie sie schon vermutet hat. Ja, richtig. Und Platz 3 haben wir auch schon die kleine Sensation. Das hat also der Stefan Champagne und die Manuela Faller haben es geschafft. Die haben den dritten Platz in diesem ersten Tanz. Er tanzt vor Florencio Garcia Lopez. 5 und 6 war eben eindeutig. Da waren sich die Wertungsrichter auch einig. Peter Ingris und Tatjana Drexler Platz 5. Mhm. Und auf dem 6. Laurenz und Nicole Michelke. Richtig. So, Samba läuft. Aber das ist ja noch keine Entscheidung. Schließlich haben wir 5 Tänze. Genau. Aber das ist es dann immer noch nicht, denn als 6. Tanz zählt die Kür dazu. Wir sehen ja dann nach der Endrunde, die so quasi ein Zwischenergebnis zunächst einmal bietet, die Kürvorträge der einzelnen Paare.
Nach dem zweiten Tanz keine Veränderung. Das Wertungsgericht scheint sich jetzt schon eingeschossen zu haben. Darf man das sagen? Ja, vielleicht. Es ist vielleicht auch relativ klar heute dann vom Tanzen her. Das können wir leider auf dem Monitor immer nicht ganz so gut verfolgen, als wenn man direkt im Saal dabei ist. Aber wie gesagt, es ist erst der zweite Tanz. Auf jeden Fall stimmt es nicht, dass die Wertungsrichter immer nach Rangliste werten, weil der Michelke ist ja im Moment auf dem vierten Platz, Peter Ingris auf dem fünften. Da sieht heute die Wertung genau andersrum aus. Also Ingris, Drexler auf dem Weg nach oben, kann man sagen, vielleicht. Aber es hat sich einer dazwischen geschoben, ganz eindeutig, wie vermutet. Das ist natürlich unser kanadischer Freund Stefan Champagne. Ja, der war auch in Kanada mit seiner alten Partnerin schon auf dem zweiten Platz in Kanada. Manuela hat schon sehr erfolgreich mit anderen Partnern getanzt, sodass das keine allzu große Überraschung war jetzt. Sind große, schlanke Paare, Martina, im Vorteil? Spricht man im Tanzsport von Idealgrößen oder gar vom idealen Körpergewicht? Ja, das gibt es bestimmt. Wobei ich jetzt in den lateinamerikanischen Tänzen nicht unbedingt die großen, schlanken Paare für die Bevorteilten halten würde. An und für sich ist die Statur von Hansi und Bianca, sagen wir mal, so ein bisschen knubbeliger, will ich nach knubbelig sagen. Also nicht lang und dünn auf jeden Fall, ja, ne? Sondern ein bisschen weiblicher von den Formen her. Ist eigentlich für Latein idealer. Oder auch Linda zum Beispiel. Das Wertungssystem, das sogenannte Skating-System, ist ja ein Buch mit 7 Siegeln. Aber wenn es so eindeutig in der Wertung läuft wie heute, selbst für Sie sicher, meine Damen und Herren, sehr schnell zu verfolgen und auch zu durchschauen. Denn wenn von 5 Wertungsrichtern die Mehrzahl, dabei spricht man eben von der Majorität, die 3 ziehen, dann hat dieses Paar den dritten Platz. Richtig, Martina? Das ist im Prinzip richtig. Also es geht immer, es geht jetzt nicht genau um den dritten Platz, sondern praktisch dann dritte Plätze und besser. Also die Einsen und Zweien, die das Paar vielleicht noch bekommt, zählen natürlich auch. Also eine Majorität von dritten und besseren Plätzen, wenn es um den dritten Platz geht. Eine Majorität von vierten und besseren Plätzen, wenn es um den vierten Platz geht. So ist es genau. Und da konnten wir feststellen, auf Anhieb, auf dem dritten Platz nach wie vor. Immer noch der Stefan Champagne und die Manuela Faller. Auch der erste und zweite Platz haben sich nicht verändert. Der vierte auch nicht, aber beim fünften und sechsten. Es ist jetzt vertauscht. Jawohl, ne? Ja. In der Rumba sind also die Berliner vorne, hier mit der Startnummer 18, vor Peter Ingris. Verdienter Applaus für unsere Finalpaare, für diesen Paso Doble, aber auch die sportliche Wertung muss wieder sein. Wir sehen Sie zunächst für Stefan Champagne und Manuela Faller, Paar Nummer 3, bitte. Dritter, vierter, dritter, dritter und dritter Platz. Wir sehen die Wertung für Hans-Reinhard Kalkü, Bianca Schreiber, Paar Nummer 6. 5-mal der erste Platz.
Ich darf um die Anzeige bitten für Florencio Garcia Lopez Andrea Pautsch, Paar Nummer 7. Vierter, zweiter, vierter, vierter und vierter Platz. Wir sehen die Wertung für Michael Hall und Linda Pedersen, Paar Nummer 10. Zweiter, dritter, zweiter, zweiter und zweiter Platz. Ich darf um die Anzeige bitten für Peter Ingris und Tatjana Drexler, Paar Nummer 11. Fünfter, 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 fünfter und sechster Platz. Und schließlich noch die Passe-Doppel-Wertung für Laurenz und Nicole Michelke, Paar Nummer 18. Sechster, 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 sechster und fünfter Platz. Die Plätze, meine Damen und Herren, 1 bis 4 weiterhin unverändert, lediglich wieder ein Dreher bei den Plätzen 5 und 6. Ich sprach vorhin vor der Endrunde mit Linda Pedersen, die mir sagte, dass das Parkett heute sehr schlecht zu betanzen sei, weil es nicht flächendeckend entweder stumpf oder glatt sei, sondern es sind partiell einige Flächen drauf, die sehr glatt und andere, die sehr stumpf sind. Kann das sehr leicht zu Verletzungen führen? Vielleicht nicht unbedingt zu Verletzungen, aber es führt natürlich zu einem gewissen Unsicherheitsgefühl bei den Paaren, die vielleicht dann nicht ganz so befreit oder so drauf lostanzen, wie sie es normalerweise bei einem Boden tun, auf den sie sich verlassen können. Weil sie eben Angst haben, sie könnten sich verletzen. Mhm, ne? Und dann wird klar, so eine kleine Vorsichtshaltung eingenommen. Ja. In dem großen Feld der Vorrunden konnte man sehr viele kurze Röcke sehen. In der Endrunde hat nur noch eine Dame einen solchen neumodischen kurzen Rock an. Gibt es, Martina, eine deutsche Tanzmodemacherin oder einen Tanzmodemacher? Wie kommt das? Plötzlich schneiden die Damen ihre Röcke ab, der Rocksaum rutscht nach oben. Ja, so ein bisschen sind diese German Open Championships, also die deutschen offenen Meisterschaften in Mannheim, die immer Anfang September stattfinden, sagen wir mal, so ein Modemarkt auch. Ne? Da sind sehr viele internationale Top-Paare da und da wird ein bisschen geguckt, was ziehen die denn an. Und da waren eben dieses Mal relativ viele von den kurzen Röcken. Es sind übrigens noch 2 kurze Röcke jetzt im Finale. Und das, was Manuela anhat, ist ja auch nicht gerade sehr lang, ne? Also fast 3. Das ist im Moment ein bisschen der Trend. Ich weiß nicht, ob es so schön ist. Schluss mit der Endrunde. Das war der letzte Tanz, der 5. der Jive. Wir sehen noch einmal die Wertung des Wertungsgerichts. 2 Damen, 3 Herren. Wir sehen zunächst die Wertung für Paar Nummer 3, bitte. Dritter, 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 dritter und zweiter Platz. Ich darf um die Anzeige bitten für Paar Nummer 6 und wir sehen wiederum 5-mal den ersten Platz. Ich bitte um die Wertung für Paar Nummer 7. Vierter, fünfter, vierter, vierter und fünfter Platz. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 10. Zweiter, 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 zweiter und dritter Platz. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 11, bitte. Sechster, sechster, fünfter, fünfter und vierter Platz. Und schließlich die Wertung für Paar Nummer 18. Fünfter, vierter, sechster, sechster und sechster Platz. Eine gute Kür. Ja, lässig steht ja da, der Junge. Es geht auch lässig weiter. Yeah.
derzeit Michael Hall und nach Linda der Endrunde. Da kann man sie auch nicht mehr vertreiben. Bei fünfmal dem zweiten Platz ist das jetzt nicht mehr möglich. Durch auch die ihre Kühe kennen wir mittlerweile. Ja, da gibt es also eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Er wollte die schon gar nicht mehr tanzen, hatte eine neue Kühe ganz fertig, hat die einmal getanzt, fand dann, sie ist schlechter als diese und hat sie praktisch wieder zu den Akten gelegt, tanzt jetzt wieder diese und macht bereits wieder eine neue. Vorletzte auf dem Parkett mit ihrer Kür, Hans-Reinhard Galko und Bianca Schreiber. Der Titel? Liza Minnelli, und da ist sie auch. Besser kann man's nicht verkörpern. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. I've taken you so strong. It's clear we are going to get along. I have a problem. Now, wait, it's not a big problem, but it is a problem. It's my name. A lot of people call me Lisa. Wrong! My name is Liza. Liza has a Z in it. It's Liza with a Z, not Lisa with an S, because Lisa with an S goes snobs. It's Z instead of S, lie instead of B. Simple as can be, see Liza. And that is only half of it. There's another way they treat me cruelly. How often I remember someone saying, there she goes, Lisa Minnelli. It's M-I-double-N, then E-double-L-I. You double up the N, that's not me. Then E-double-E-L, end it with an I. That's why you say Minnelli. Liza Minnelli. It's Italian. Blame it on Papa. What can I do?
there, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised to me. Give it to me, come on! Promise me the day that you quit your girlfriend that I'd be the next one to move on in. Now give it here. You never should have promised to me. Give it here. Don't hold back now. Give it here. Don't say nothing. Just give it here. Come on. Give it. Give it. Give it. Give it. Come on. Give it to me. Woo! Did you say teach me tonight? Feeling to me like a chemistry is right. Teach me tonight. Teach me tonight. Es kommt als letzter Stefan Champagny und Manuela Faller. Ich bin gespannt. Die tanzen auf Musik von einem neuen englischen Musical, was in London mit viel Erfolg läuft. Five Guys Named Mo. Schauen wir es uns an. Schauen wir es uns an, genau. Displays of emotion, but I'm in love with a chick named Bessie, and she cuts up whenever she takes a notion. Don't get messy, Bessie, keep your whiskey quiet. When you had a couple of drinks, a woman, you just might start a riot. Ow! Don't get messy, Bessie, try to play it cool, 'cause you just wait till I get to your mama, and I'll get messy too. One more time, you just wait till I get to your mama, and I'll Messy.
Die amerikanischen Schaueinflüsse lassen sich aber wirklich nicht leugnen bei diesem Preis. Nein, würde ich auch sagen. Das war ganz gut eigentlich, ne? Ja, die Musik hat mitreißend mir gefallen und der Vortrag gut hat drauf gefallen. Getanzt. Da haben wir wirklich, kann der DPV sehr stolz sein, wieder ein Spitzenpaar dazu bekommen zu haben. So, und meine Damen und Herren, wir liefern Ihnen jetzt schon vor der Siegerehrung die Wertung, den Endstand, bitte unsere Tabelle. Anschließend gehen wir rüber zu Christine, die ist im Gespräch mit Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber. Hansi, was ist so toll, wenn man wieder einmal gewinnt? Oder ist da gar nichts mehr Neues dran? Oh ne, das kann man nicht sagen. Also gewinnen ist immer schön und wir gehen eigentlich in jedes Turnier und wollen gewinnen. Und speziell dieses Turnier war sehr wichtig, da es eines der Vorbereitungsturniere für die Weltmeisterschaften jetzt war, die in 2 Wochen stattfindet. Wir haben nächste Woche noch ein Turnier in Gütersloh. Wir sehen uns. Genau. Und mal gucken, wie es läuft. Heute lief es schon sehr, sehr gut. Vielleicht lief es nächste Woche noch besser und auf der Weltmeisterschaft hoffentlich der Höhepunkt. Ach Gott, da kann man ja wirklich nur die Daumen drücken. Dankeschön. Dankeschön und tschüss. Ein großes Feld, 27 Paare waren hier in Siegen am Start. Im vorletzten Ranglistenturnier Latein, heute die ersten 3. Zwar überraschend aufgetaucht, doch nach dem zweiten Tanz der Endrunde festigte sich ihr 3. Platz. Aus Kanada, Stefan Champagne und seine deutsche Partnerin Manuela Faller. Auf Platz 2 Michael Hall und Linda Pettersen aus Osnabrück. Und auf Platz 1 Sieger am heutigen Abend Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber aus Freiburg.